Wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. So ein bekanntes Sprichwort. Und um eine Wahl geht es auch gleich zu Beginn. Und damit herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Hier ist Megional am Dienstag, den 21. März. Und es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf. Die Wahl hatten am vergangenen Samstag die Bürger von Trebach. Die insgesamt 4.183 Wahlberechtigten konnten ihre Stimme für den zu wählenden Bürgermeister abgeben. Dies getan hat weniger als die Hälfte der Berechtigten. 2005 fanden lediglich den Weg an die Wahlurne. Erstaunlich, dass 96 der abgegebenen Stimmen ungültig waren. Die gültigen Stimmen entfielen wie folgt auf die einzelnen Kandidaten. Jens Hausstein, CDU, 1.868, Sören Rösch, 11, Manfred Ficker, 4, David Horn, 3, Dr. Steffen Leischnick, 2 und die sonstigen Einzelvorschläge, 21. Damit wurde Jens Hausstein mit 97,9% für eine weitere Amtszeit recht eindeutig gewählt. Ja, liebe Zuschauer, und von Trebach machen wir einen klitzekleinen Hopser rüber nach Warmbad. Dort gab es nämlich auch viele strahlende Gesichter, also Gewinner, wenn man so will. Denn Warmbad hat einen Titel bekommen. Und welcher das ist, das wiederum weiß Frank Langer. Nun ist es offiziell, der Kurort Warmbad heißt jetzt Heilbad Warmbad. Gestern besuchte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich den Ortsteil der Bergstadt, um dort das Prädikat Heilbad in Form einer Anerkennungsurkunde zu überreichen. Beschlossen bzw. ermittelt wurde das ja schon im vergangenen August. Nun bekamen die Stadtväter, Gesellschafter und Mitarbeiter der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH im Restaurant der Silbertherme die Urkunde während einer kleinen Feierstunde ausgehändigt. 1571 beauftragte Kurfürst August I. den Freiberger Bergmeister Martin Planer mit der Einfassung der Quellen von Warmbad und Thermalbad Wiesenberg. Mit einem kleinen geschichtlichen Abriss leitete Bürgermeister Wolfram Liebing diese ein. Dulich erläuterte dann seine Sicht auf den Werdegang von der Prädikatisierung vor 20 Jahren bis zur Aufwertung jetzt. Denn es ist tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, fast exakt 20 Jahre her, dass Warmbad als damals erster Kurort nach dem neuen sächsischen Kurortegesetz die staatliche Anerkennung als Ort mit Heilquellen Kurbetrieb erhalten hat. Die Deutschen haben auch manchmal ein Faible für komplizierte Namen. Ort mit Heilquellen, Kurbetrieb. Wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum ich gesagt habe, der Name ist zu kompliziert. Wenn wir tatsächlich in die Prädikatisierung gehen, dann machen wir es gleich richtig. Dann gehen wir eine Kategorie höher. Die Damen und Herren vom Landesbeirat für Kur- und Erholungsorte waren sehr beeindruckt, als sie Ende August hier waren. Und Sie haben das in Ihren jeweiligen Fachgebieten genau unter die Lupe genommen, was für einen Kurort wichtig ist, sei es Luft, Lärm und Klima, sei es die Gesundheitsangebote, die Beherbergung und die Gastronomie, sei es die behindertengerechte Gestaltung des Ortes und natürlich auch die zahlreichen Angebote für Familien mit Kindern und. Da gibt es nun vieles zu bewerten. Und wir werden das auch immer aufmerksam beobachten und werden auch dort, wo es notwendig ist, hilfreich zur Seite stehen. Viel Glück, viel Erfolg bei dieser Entwicklung, natürlich auch der Gesellschaft insbesondere. Knut Hinkel informierte über die Pläne, welche Maßnahmen mit diesem Prädikat nun in Angriff genommen werden können. Sportler, die diese Angebote nutzen können. Und es gibt natürlich viele Krankheitsbilder, vor allem im Bereich Rheumatologie. Da haben wir unsere Knappschaftsklinik noch mit, dass wir hier soll in diesen Gesundheitsmarkt einsteigen. Und ich denke, es wird auch ein wesentlicher Bestandteil für unser Hotel. So soll künftig die Kryotherapie Einzug in Therapiezentren halten, was neue Angebote hervorbringen wird und soll.
Der Dank durch Bürgermeister und Geschäftsführer ging aber an alle, die an der Entwicklung mitgewirkt haben und das Prädikat Heilbad ermöglicht haben. Aber hier geht es wirklich um hohe Qualität, die Sie geliefert haben und weiter liefern werden. Herzlichen Glückwunsch zu der Anerkennung als Heilbad, weiterhin diesen Namen führen zu dürfen. Künftig wird also von Warmbad nicht mehr nur als Kurort, sondern als Heilbad Warmbad gesprochen werden. Die Landesdirektion Sachsen hat gestern die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen über die Anordnung zur Aufstallung von gehaltenen Vögeln zum Schutz gegen die Geflügelpest im Freistaat Sachsen, so heißt das tatsächlich, vom 14. November 2016 und damit die landesweite Stallpflicht der Tiere mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Darauf macht Amtstierarzt Dr. Stein aufmerksam. Zur Begründung hieß es: Beim Hausgeflügel wurden in den letzten Wochen keine weiteren Fälle in Sachsen nachgewiesen und die Zahl der infizierten Wildtiere ist rückläufig. Eine Ausnahme für den Erzgebirgskreis bildet das noch bestehende Beobachtungsgebiet des Ortsteils Dittmannsdorf der Gemeinde Gornau. Hier besteht die Stallpflicht bis zur ausdrücklichen Aufhebung weiterhin. Die Verordnung über die besonderen Schutzregeln in kleineren Geflügelhaltungen des Bundes ist weiterhin für alle Geflügelhalter bis zum 20. Mai 2017 gültig. Die Geflügelhalter sind somit nach wie vor verpflichtet, die strikten Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Liebe Zuschauer, beim Blick in den heutigen Kalender ist uns ein außergewöhnlicher Thementag aufgefallen. Dort stand heute geschrieben: Heute ist der Tag des Waldes. Und über die Bedeutung des Waldes sind sich ja die Erwachsenen bewusst oder sollten es zumindest sein. Aber wie sieht es denn mit den Jüngsten aus? Wir waren dafür heute Morgen bei Zeiten unterwegs. Ja, liebe Zuschauer, heute an diesem 21. März feiern wir den Tag des Waldes. Ja, und der Wald ist natürlich wichtig für uns alle, speziell für unser Leben. Und umso wichtiger ist es, dass man auch den Jüngeren das Verhalten im Wald und in der Natur näher bringt. Und deshalb sind wir heute hier im Poberschau, im Naturkindergarten. Frau Rothe, Sie sind Leiterin hier der Einrichtung. Wie sieht denn das Bildungskonzept aus? Oder anders gefragt, was wird denn den Kindern hier so beigebracht im Naturkindergarten? Nun ja, wir sind sehr viel auf die Natur ausgerichtet. Wir legen ganz viel Wert darauf, dass den Kindern bewusst gemacht wird, was Natur ist und wie sie damit umgehen müssen. Dass es ein bewusstes Leben ist mit der Natur, dass wir nichts zerstören wollen, sondern wir brauchen die Natur. Und das wollen wir den Kindern spielerisch und in vielfältiger Weise halt näher bringen. Wie sieht das denn praktisch aus? Gehen Sie da viel nach draußen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also wir sind eigentlich täglich an der frischen Luft auf unserem schönen Spielgelände. Und dann ab April jetzt laufen dann auch wieder unsere Waldwochen. Wir haben ein kleines Waldgrundstück und dort fühlen wir uns sehr wohl. Dort braucht man auch kein Spielzeug, dort sind wir einfach in der Natur und erleben die Natur hautnah. Und das macht schon den Kindern viel Spaß. Ja, und natürlich wollen wir das auch von den Jüngsten wissen. Was habt ihr denn bisher so gelernt? Welche Bäume findet man denn hier im Wald bei euch? Fichten. Kastanien. Und auch Eicheln. Eicheln findet man auch, ja. Gibt es auch Birken bei euch? Ja. Ja, bei uns auch. Bei euch gibt es auch Birken. Und ich? Bei mir auch. Bei mir auch. Bei dir auch? Bei mir auch. Und jetzt, gibt es ja außer Bäume, gibt es ja auch noch Tiere im Wald. Wisst ihr da welche? Die kennt ihr welche? Eichhörnchen. Bären. Bären? Bären? Ja. Vögel. Noch ja. Hirsche gibt's. Rehen. Wildschwein. Ja. Wisst ihr noch mehr? Wölfe. Okay, Wölfe. Und wenn ihr jetzt im Wald seid, habt ihr noch einen Tipp für unsere Erwachsenen? Was darf man denn im Wald absolut nicht machen? Glasscherben nicht hinschmeißen. Keine Glasscherben hinschmeißen? Und dann darf auch kein totes Tier anfassen und es dann irgendwo hinschmeißen, auch wenn es ein Mini-Tier ist. Ja, Und man soll leise sein im Rhein, sonst erschrecken die Rehe, die gerade ein Kind geboren haben und die
und die Rehe und die Mutter reißt dann so schnell aus, ja. Und das kleine Reh kann da nicht so schnell rennen. So, natürlich stellen wir auch bei euch die Frage, welche Bäume kennt ihr denn bei uns im Wald? Fichte. Fichte, du legst ja jetzt richtig los. Ja, du? Ich Tannenbaum. Tannenbaum ist gut, ja? Ich sag dir mal vor. Vogelbeerbaum. Richtig, genau. Kastanienbaum. Kastanienbaum, richtig, genau. Und lasst uns doch mal ganz kurz über Tiere sprechen. Welche Tiere gibt es denn? Füchse. Langsam, ja, du? Eichhörnchen. Mhm. Waldfrosch. Waldfrosch. Bruno? Waldigel. Waldigel. Ja, du? Füchse. Okay. Ein Rohr, Hirsch. Hirsch? Weißt du, wie der Hirsch macht im Herbst? Und wie heißen die mit den ganz langen Ohren? Hasen. Richtig, auch die gibt's im Wald. Osterhasen. Die kommen jetzt bald, genau, ja? Wildschweine. Wildschweine, genau. So, jetzt interessiert mich natürlich noch... Wie Buntspecht. Der Buntspecht, den gibt's bei uns auch im Wald. Aber jetzt sagt mir, wenn ihr viel im Wald seid, was darf man denn im Wald absolut nicht machen? Ich mag leise sein. Leise sein, so erschreckende Tiere. Ich weiß es. Also leise soll man sein? Und was darf Steine man? Steine darf man nicht werfen. Genau. Stöcke nach unten halten. Stöcke nach unten, ja. Und wo wir mal bei einem Geburtstag, da sind wir mal wohin gegangen. Und da haben wir ganz viel Müll entdeckt. Oh, das ist natürlich weißt schlimm. Du, ich gehe heute ins Aquamarin. Ach, du gehst heute ins Aquamarin. Da haben wir schon das nächste Thema, liebe Zuschauer. Aquamarin. Und ich bin erkältet. Und du bist erkältet. Soll ich dir was sagen? Ich wahrscheinlich ab morgen auch. Wollen wir jetzt alle zusammen nochmal Tschüss zu den Zuschauern sagen? Ja. Machen wir das? Also dann zu 1, 2, 3 und Tschüss! Tschüss! Amtsberg, Ortsteil Weißbach. Wer fuhr gegen parkenden Skoda? Zeugen gesucht. Auf dem Parkplatz gegenüber der Hauptstraße 96 war am 20. März zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr ein schwarzer Skoda Octavia abgestellt. Während dieser Zeit stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen den Skoda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen? Unter Telefon 03735 6060 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Ja, und auch morgen am Mittwoch ist unter anderem in Drehbach, Ortsteil Spinnerei, Talstraße mit Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. So. Grund zu ärgern gibt es beim Wetter sicherlich nicht, oder? Nein, ärgern muss man sich wahrlich nicht. Heute Abend unter den Nachtstunden zeigt sich der Himmel bedeckt und von den Sternen ist leider nichts zu sehen. Und trotz der massiven Wolkendecke wird es aber trocken bleiben. Das Niederschlagsrisiko beträgt schlappe 10%. Relativ angenehm fallen dafür die Temperaturen aus. In Olbernhau beispielsweise werden zwischen 3 und 6 Grad Celsius erreicht. In Marienberg zeigen die Thermometer 2 bis 5 Grad. Und in Zschopau gibt es 3 bis 7 Grad. Der Wind legt eine kleine Pause ein. Er wird nur noch gering mit um die 9 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Morgen am Mittwoch setzt sich das Grau in Grau auch weiter fort. Der Himmel ist dabei bedeckt. Mit Regen ist generell nicht zu rechnen. Es bleibt also trocken. Aber auch die Sonne erkämpft sich bis zu 3 Arbeitsstunden. Trotzdem bleibt es der kälteste Tag der Woche. In Deutschneudorf an der böhmischen Grenze werden bescheidene 0 bis 5 Grad. Im Erholungsort Pobersau werden 1 bis 7 Grad. Und
In Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, klettert das Quecksilber auf 1 bis 9 Grad. Der Wind bleibt ein ruhiger Geselle, er weht gering mit um die 7 km/h aus Südosten. Der weitere Ausblick, liebe Zuschauer, es geht bergauf. Ab Donnerstag geht der Trend wieder nach oben. Der Himmel ist nur noch wolkig mit einer ordentlichen Portion Sonne. Und das wiederum schraubt die Temperaturen auf 5 bis 12 Grad. Der Wind dreht wieder zurück auf Nordwesten. Der Freitag bietet schon mal einen tollen Vorgeschmack auf das Wochenende. Der Himmel ist wolkig und die Sonne zeigt wieder mal, was sie leisten kann. Ja, trotzdem sind die Temperaturen noch mal etwas frisch. Zwischen 1 und 9 Grad werden erreicht und der Wind weht weiter aus Nordosten. Den ersten vorsichtigen Blick auf das Wochenendwetter, den riskieren wir dann morgen hier an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, das war die Dienstagsausgabe vom Mekional und es ist schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten sind wir wieder pünktlich, morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle. Schalten Sie doch einfach wieder ein. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns gibt es noch im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine erholsame Nacht und ich sage Tschüss, bis morgen. Ich freue mich auf Sie.